Herzlich willkommen bei meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger bei www.wlernen.at. Es geht mir hier darum, möglichst anschaulich und einfach PHP 5 an konkreten Beispielen zu erklären. Ich empfehle dir, bei den Lektionen, die wir jetzt miteinander besprechen werden, immer auch die Aufgabenstellungen dir näher anzuschauen. Die werden hier gekennzeichnet mit diesem Listensymbol. Und du kannst natürlich, wie du es jetzt gerade auch machst, der die Videos zu den einzelnen Lektionen anschauen, und diese Videos sieht man immer hier an diesem, oder kennt man immer hier an diesem Symbol. Steigen wir also gleich ein in die erste Lektion. Was ist überhaupt PHP 5? Bei PHP 5 kommen wir natürlich gleich zur Bezeichnung von PHP, und PHP wurde 1995 von Rasmus Lerdorf als erster entwickelt und hat ursprünglich die Bezeichnung gehabt Personal Homepage Tools. Mittlerweile spricht man vom sogenannten Hypertext Preprocessor. Hypertext kommt ja von HTML schon bekannt vor. Und Preprocessor bedeutet, dass PHP an und für sich HTML-Seiten erzeugt. Du kannst damit automatisiert, also wesentlich rascher, HTML-Seiten erzeugen. Zum Beispiel Begriff PHP Server Client. PHP ist eine Skriptsprache, die man zum Programmieren verwendet. Skriptsprache heißt, dass man in einzelnen Programmzeilen, ähnlich wie du es schon von HTML kennen wirst, von HTML-Tags, hier diese Programme, PHP-Programme zusammenstellen kann. Das eigentliche Ergebnis deines PHP-Programms sieht man im Browser, das heißt in einem Firefox zum Beispiel oder in Google Chrome oder im Internet Explorer. Und das eigene Listing, das Programm, du kennst es ja auch von den HTML-Seiten her, kannst nur du selber betrachten. Und das ist aber wiederum ein großer Gegensatz zu HTML. Wenn du eine HTML-Seite machst, sieht man das gesamte Listing auch im Browser. Bei PHP sieht man nicht das gesamte Listing im Browser, sondern nur den vom PHP erzeugten HTML-Code. Hier haben wir das etwas besser noch dargestellt. Wir haben hier ein PHP-Listing. Es ähnelt zum Teil hier einem HTML-Listing. Man erzeugt damit eine Webseite. Hier wird Hallo Welt zum Beispiel angezeigt. Das erreicht man hier mit dem PHP-Befehl Echo Hallo Welt. Und hier ist dann der fertige Quelltext dieser erzeugten Webseite. Und da schaut es aus, als wäre es eine reine HTML-Seite und PHP, aber dieses eigene PHP-Listing sieht man nicht. Das heißt, die Webseite wird am Server erzeugt, am Webserver. Der Client, der Browser, wie der Firefox zum Beispiel, bekommt dann das fertige Ergebnis angezeigt. Das heißt, in der Praxis schaut es so aus, im Internet gibt man dann die Internetadresse an, die Anfrage gelangt dann an den Server. Der Server startet dann das PHP-Programm und dieses PHP-Programm wird dann mit dem PHP-Interpreter dann gestartet, und da wird dann ein Code erzeugt. Das ist dann diese Seite, und diese Seite wird dann übers Internet dann auf dem Browser dann angezeigt. Wo im Internet kann ich mir die aktuelle Version anzeigen lassen und auch zum Teil dann herunterladen? Das ist hier unter PHP.net. Ich habe die hier jetzt schon mal geöffnet. Hier heute wäre zum Beispiel dann der Hinweis auf die PHP 5.4.5 Version, die man dann sich anschauen könnte. Je nachdem, wann eben diese Seite hier besucht, würde es sicherlich schon eine neuere Version dann unter Umständen geben. Das ist also so die Heimat von PHP. Wenn man es am eigenen Computer sich anschauen möchte, wenn man dort PHP installiert hat, ich werde das später noch zeigen, wie das am geschicktesten aus meiner Sicht geht, kann man das hier ebenfalls mit einem Befehl in einem Editor machen, phpinfo, zeigt dann in dem Fall hier mir, welche Version wir dann installiert haben. Hier unten wiederum der Verweis, bitte immer die Aufgabenstellung bei jeder Lektion lösen, sich anschauen, versuchen es mit eigenen Worten, mit eigenen Gedanken zu lösen, wenn man dann einfach das Wissen, das man in der Lektion erworben hat, dann einfach verfestigen kann. Schaut also wirklich die Aufgabenstellungen hier an. Danke fürs Zuhören. Und wir können dann schon bald in die zweite Lektion starten.